An alle Pappenheimer da draußen, das ist kein Zockervideo, also nur so halb, nämlich Pokémon, und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Oh Boys, oh mein Gott, ein wildes Taubsi sitzt auf der Bank, kann ich es kriegen? Ein Wurf und ja, kriegen wir es? Komm schon, dreimal auftaben, eins, oh komm schon, zwei und yes, wir haben's, nice. Meine Haare. Schade. Yo Leute und willkommen zu meinem zweiten Pokémon-Abenteuer. Und zwar werden wir heute wieder ein bisschen was fangen. Wir sind wieder unterwegs und ich habe heute den Alex mit dabei. Was geht? Und ja, wir haben unsere Powerbank natürlich mit dabei, ein paar Beeren und natürlich unsere Handys. Und werden versuchen, heute wieder irgendwas zu fangen, einfach ein bisschen rumlaufen. Ich habe irgendwie wieder Bock auf Vlogs. Und wir sind ja auch direkt an einem Pokéstop. Dieser Stein hier, guckt einmal kurz hier rein. Da ist er nämlich. Ich versuche das mal so schön hinzukriegen, dass ihr das schön seht. Der Sumpfstein ist ein... Oh, wir kriegen sogar ein Ei. Nice, dann können wir gleich wieder rumlaufen und Eier ausbrüten. Ein Kalksandstein, 1,5 Tonnen mit zwei Kopflöchern. Der soll 1,5 Tonnen liegen. Alles klar. Und ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Eier ausbrüten. Ich habe jetzt auch so ein paar Sachen gekauft. Und zwar seht ihr hier einmal ein paar Eiermaschinen, hier Ausbrütmaschinen. Da werden wir heute bestimmt noch ein paar öffnen. Ich habe nämlich letztens schon einen Dratini gefangen, bekommen aus dem Ei. Das war richtig nice. Und ja, wir werden jetzt einfach losziehen und ich nehme euch einfach mit. Ihr habt ja wahrscheinlich eben schon gesehen, dass ich Level 11 bin und ich will jetzt heute so als Ziel dieses Videos machen. Wow, da ist gerade ein Evoli aufgetaucht übrigens, das will ich auf jeden Fall auch noch fangen. Und ich will heute einfach das Double XP Ei einsetzen, dass wir ganz viele Punkte kriegen, wenn ich meine Pokémon alle entwickle. Ich habe nämlich extra noch gespart, dass ich jetzt ganz viele Bonbons habe, um die zu entwickeln. Und ja, wir sehen jetzt hier gerade das Evoli da vorne und werden das jetzt erstmal natürlich versuchen zu fangen, während ihr mich noch hier seht. Ich hoffe, das geht's. Level 300, was? 300 ist es einfach. Komm, ich gebe ihm erstmal eine Beere, dass er auch auf jeden Fall hier bleibt. Meins hat 14. So, oh, ich habe noch keine Superbälle. Ich habe ein bisschen Pech. Oh Gott, ich habe erstmal direkt gechoked und daneben geworfen. Okay, klasse. Das muss es eigentlich sein. Und? Nein, es ist beim dreimal wieder raus. Ich werfe alles daneben. Das ist voll schwer, mit einer Hand das zu treffen. Ja, jetzt. Ich auch gemacht. Ich hab einen Döner, ne? Es darf jetzt nicht... Halt mal. Es darf jetzt nicht entwischen. Inhalt bitte nicht. Das beste Evoli, was ich jemals finden werde, glaube ich. Komm, mach mal gerade. Ich halte die Kamera. Komm, du schaffst es jetzt. Oh, ja, doch. Bitte komm schon. Ja, du hast. Komm schon. Meins hat 14. Was soll das? Die Pipi ist einfach aus dem Ei gestürzt. 409. Alter, was für ein Glück wir hatten. Wir sind jetzt gerade hier bei einer Stelle. Pass auf, hier sind vier Pokestops und drei Lockenmodule schon aktiviert. Mal gucken, was wir da noch kriegen können. Also wir haben da jetzt so ein bisschen die Pokestops abgefarmt und haben auch gute Sachen bekommen. Und jetzt gerade, wo wir wieder fahren wollten, ist gerade Evoli gespawnt. Und ihr habt es ja schon mitgekriegt, gerade wie gut ich damit war. Werden wir jetzt nochmal versuchen. Es ist nur 161. Ich zeige es euch nochmal kurz. Und let's go. Ja, natürlich macht es wieder seine Attacke. Genau dann. Diesmal wird es klappen. Ich werde es direkt kriegen. Komm schon. Ich mache wieder den ersten Versuch. Nein, beim letzten springt sie da raus. Ich will immer so einen Ping-Pong-Ball machen. Okay, jetzt. Was zum Henker. Der war knapp. Und jetzt kommt. Perfekt. Das ist perfekt. Das muss es sein. Es kann gar nicht anders. Es kann gar nicht mehr. Ja, ich bin so ein Anfänger, unglaublich. So, 15 Bonbons haben wir jetzt vom Evoli. Das sollte es jetzt erstmal so langsam gewesen sein. Jetzt fahren wir noch kurz zur Uni und holen uns dann ein paar Pokémon. Bei uns ist jetzt nochmal schnell ein Quapsel gespawnt. Okay, das schneide ich raus. Ey, wir haben so ein Glück, dass jetzt hier gerade auf dem Weg ein Quapsel gekommen ist. Und er springt einfach über meinen Ball rüber. Mann, warum habe ich immer so Pech? Wir waren jetzt wieder unterwegs, ne? Und jetzt ist auf einmal ein Alpollo gespawnt, ne? Ohne Witz. Ich zeig's euch mal direkt einmal bei mir, 286 und bei Alex einfach. Wow. Was für ein Level ist es bei dir? 400 irgendwas. 400 über 400 einfach. Und ich versuche es jetzt einmal kurz zu fangen. Und das wird jetzt echt eine heftige Challenge. Und ich habe das einfach noch nicht. Und ich zeig's euch jetzt nochmal kurz nebenbei hier, wie gut ich werfen kann. Alter, man muss ja richtig hoch werfen dafür. Guckt es mit mir an. Es könnte klappen. Nein, es bricht aus. Es haut ab. Es haut ab. Wieso habe ich auch keine Beere geworfen, Mann? Wir sind jetzt hier gerade an dem Ort, wo eine rote Arena ist. Wir sind Team Blau, das heißt, wir versuchen die jetzt einmal einzunehmen. Und Alex macht das Ganze, weil ich noch nicht wirklich gut genug bin. Und ich will nämlich jetzt erstmal alle Pokémon, die ich habe, entwickeln. Und das werde ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf einfach mal machen und euch so ein bisschen da mitnehmen. Aber Leute, gönnt euch erstmal dieses schöne Dratini. Es ist so wunderschön. Ich habe es einfach aus dem 10-Kilometer-Ei bekommen. Und ja, wir werden jetzt als erstes erstmal gucken, was können wir alles entwickeln. Boah, hier für Carpador braucht man 400 Punkte einfach, das ist zu krank. Was ich machen werde, sind erstmal ein paar Radfratze, erstmal zu radikal, damit wir ordentlich EP sammeln. Die erste Entwicklung, die ich jemals durchführen werde, könnt es euch. Mal gucken, wie das kleine süße Radfratz jetzt zu einem radikal wird. Süß. Ganz süßes, ja. Wird es zu einem fetten, ekligen Viech. Nee, aber sieht schon ganz witzig aus eigentlich. Und zack. Und das nächste. Let's go. Oh, 410 sogar. Nice. Ich habe das Doppel-EP-Ei vergessen.
Ich habe das EP-Ei vergessen, ich bin so blöd. Glücksei einsetzen, damit wir jetzt eine halbe Stunde lang doppelt EP bekommen, wie ihr da oben rechts sehen könnt. Die Arena ist jetzt frei, jetzt kann ich schön ein Pokémon reinpacken. Dann hauen wir einfach das beste Radikal rein und hoffen einfach mal, dass es lange da drin bleibt. Und ich glaube gut nicht. Komm schon, zeig es mir. Oh, wie süß. Oh, Level 12 sind wir jetzt, Leute. Jetzt habe ich endlich Superbälle und Supertrank noch dazu. Endlich wieder mehr, die ich verballern kann und daneben werfen kann bei Evolis. Das Geile ist, ich kriege jetzt für jede Entwicklung 1000 EP dazu. Und wir hoffentlich werden wir heute noch Level 13. Das könnte eigentlich klappen. In diesem Video, denke ich mal. Vielleicht mache ich auch morgen noch weiter. Wir haben es jetzt schon geschafft, Level 13 zu werden durch das Ganze entwickeln. Und ich habe gerade aus den 5 Kilometer einen Nidoran angefangen. Das zeige ich euch jetzt noch schnell. Gucken mal einmal kurz hier auf Funddatum. Da 190er Nidoran. In männlich sogar, jetzt habe ich, nee, mehr doch männlich. Nein, weiblich. Weiblich ist das, Junge. Scheiße, Mann. Alles klar, jetzt habe ich weiblich und männlich. Passt. Wir sind jetzt hier mitten im Nirgendwo und haben einen Jurob gefunden. Und das habe ich noch nicht und das wäre richtig krass, wenn ich das jetzt fangen würde. Aber mal gucken. Oh, das ist sogar ganz nah. Und klasse Wurf. Endlich neues Pokémon im Pokédex. Das hat den Abend schon wieder gerettet. Wir sind jetzt schon Level 14, Alter. Richtig krank und ich habe gerade alles entwickelt. Einmal das beste Tauboga hier noch entwickeln. Schnell zu einem Tauboss, damit die WP noch zählen. Das ist jetzt mein erstes Tauboss, was ich entwickle. Wird hoffentlich wunderschön und über 6, vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, Level 700. Aber 700. Und dann habe ich endlich mal ein gutes Pokémon, womit ich auch mal ordentlich Arenen angreifen kann. Wünsche mir Glück, dass es wirklich ein gutes wird. Wie viel CP hast du? Was? Oh, oh, oh. 590 nur, ich habe so ein Pech. Leute, wir sind jetzt auf dem Spielplatz und hier ist auch noch gut was los. Und wir sind jetzt auf so einem kleinen Klettergerüst, Alter. Und versuchen jetzt hier kurz raufzukommen. Alter, ich wollte. Oh lol. So. Ah, Digga. Perfekt, jetzt werden Pokémon gefangen. So, ihr seht ja hier in der Umgebung sind 3 Pokéstops und wir werden jetzt versuchen, diese 2 hier, ich mach mal den einen hier gerade, während ich da quatsche, noch aufkriegen, nur scheiße, aber wir versuchen jetzt hier möglichst 2 Lockmodule anzumachen und dann geht's ab. Wir haben jetzt einen 394er Mirapla gefunden. Erstmal die Beeren und einen normalen Ball. Ich versuch's mal erstmal so. Komm schon, noch ein drittes Mal. Oh mein Gott, wir schaffen's. 394er einfach. So, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause bei meiner Freundin und ich versuche jetzt noch mal einmal ein geiles Pokémon aus dem Ei zu kriegen. Ich zeige es euch jetzt noch mal kurz. Und es sind 5 Kilometer. Ich hoffe natürlich, dass es was Geiles wird. Und nicht ein Taubsi oder sowas. Und vielleicht haben wir Glück. Nein. Aber ich brauche noch ein Traumato, ne? Also ich könnte mir jetzt ein Hypno machen, aber das ist halt ziemlich schlechtes Level. Von daher, wir haben ja eben das Mirapla gefangen und danach kam noch mal ein Evoli und das ganze Zeug, was ihr hier seht, sogar ein Ultrigaria haben wir jetzt neu, 456 hat das Ganze, ein Abra noch und noch ein Evoli und eins ist mir auch entwischt und wir werden dieses hier jetzt entwickeln. Wir haben es jetzt Sparky genannt, wenn ihr es sehen könnt, müsst ihr eigentlich gut sehen können und daraus sollte jetzt ein Blitzer kommen. Ich hoffe mal, also Alex, jetzt nochmal die Expertenmeinung, sollen wir es vorher ab nochmal hochleveln oder nicht? Ich bin dafür, ja. Okay, also wir hauen jetzt nochmal hier die Power-Ups raus, weil Alex nämlich meint, dass man dadurch dann noch mehr kriegen kann. Aber dass du es dann auch noch weiterentwickeln kannst, ne? Also du verlierst ja Bonbons. Was? Scheiße, Digga! Das habe ich gar nicht mitgedacht. Okay, ich merke gerade, wir haben verkackt. Aber wir werden das dann auf jeden Fall nochmal eins fangen und dann irgendwann entwickeln. Nach der nächtlichen Wanderung jetzt hier endlich nochmal 10 Kilometer, ja? Und 2 Stück direkt am Stück, hauen wir raus. Mal gucken, ob jetzt bei Alex jetzt was richtig Krasses kommt. Das wäre absolut extra nochmal die letzten 100 Meter gesprintet. Na, Bonitas. Und das nächste ist auch direkt am Start. Bitte lass es jetzt ein Dragtini oder so sein. Aerodactyl. Jo, das wäre heftig. Und Pinsy. Auch okay, ne? Auch nicht schlecht, ja. Wir haben ja eben das Evoli gechoked. Ich denke mal, das werde ich dann morgen versuchen, einfach nachzuholen. Und ja, wir gehen jetzt erstmal pennen. Wir sehen uns dann gleich direkt wieder. Alles klar. So, wir sind soweit, dass das nächste Ei schlüpfen möchte und wir gucken mal, es ist ein 10 Kilometer Ei. Ich hoffe, ihr seht das Ganze und ich bin natürlich jetzt gespannt, was genau es wird. Ich hoffe natürlich, ja, es muss schon was Krasses werden. Oh mein Gott, das habe ich noch nicht, ich glaube es nicht. Es ist einfach ein Scharnierer, auch wenn es nicht so ein hohes Level ist, ist schon ein geiles Pokémon. Und damit sind wir auf Level 15, unglaublich. Alter, was man alles dazu kriegt. Immer wenn ich gerade versuche, welche zu fangen und das nicht recorde, dann kriege ich sie beim ersten Mal, aber wenn ich dann euch das versuche zu zeigen, so wie mit dem Evoli eben, oder das klappt einfach nie, das ist so heftig. Und wir laufen gerade zurück zum ersten Pokéstop, wo wir das Video begonnen haben. Und dann würde ich sagen, ist das Video auch erstmal beendet. Ich werde jetzt hier den Pokéstop nochmal plündern und euch einmal kurz zeigen, was ich da so kriege. Oh, ich krieg sogar ein neues Ei dazu, richtig nice. Das heißt, wir werden definitiv die nächsten Videos nochmal ein paar Eier öffnen und dann auch das Evoli entwickeln. Da habe ich richtig Bock drauf, hoffentlich
Flamara oder Blitzer. Ich denke mal, einen Blitzer werden wir machen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir auf jeden Fall, was ich so die nächsten Videos machen soll. Und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ja, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt hier auch gerne wieder das letzte Video angucken, die letzte Folge. Und natürlich, wenn ihr noch nicht auf meinen Facebook, Instagram und Twitter-Account vorbeigeguckt habt, auch gerne vorbeischauen. Und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert seid, gerne ein Abo dalassen.